Jedenfalls hat Roman gegen Ende 2018 einen neuen PC bekommen, beziehungsweise neue Teile, ich weiß es nicht genau, ich glaube neue Grafikkarte. Und ich habe gefragt, ob ich Roman seine alte kriege, weil ich angefangen habe, meinen PC aufzurüsten. Roman hat gesagt, ja klar, unter einer Bedingung, ich plane für Roman Minecraft Geist ganz Dezember. Also Stories, schauspielermäßig, Map, alles mögliche muss gebaut werden für Dezember und bekomme dafür eine, beziehungsweise zwei, dazu komme ich später, zwei Grafikkarten. Zwei sehr gute für mich jedenfalls. Beziehungsweise hat mich sehr gefreut, dass ich überhaupt dieses Angebot hatte, beziehungsweise die Möglichkeit, diese zu bekommen. Die Winterzeit ist eine besondere Zeit, was YouTube-Werbeeinnahmen angeht, durch die Weihnachtszeit, weil viele kaufen Geschenke und sowas. Da ist Dezember schon eine sehr große Welle für Geld. Ich habe das gemacht. Wir haben uns das mündlich ausgemacht. Das ist mein Fehler gewesen, was dann zur Fastanzeige führte, beziehungsweise ein Faktor ist, warum ich nichts gegen machen kann. Als ich fertig war mit dem Monat, hat Roman mir die zwei Grafikkarten geschickt. Ich wollte dann aufhören mit den ganzen Schauspielereien. Ich konnte es einfach nicht mehr. Mir fehlte der Schlaf komplett. Ich hatte allgemein kaum Zeit. Jedenfalls hat mir dann Roman ca. Januar, Mitte Januar nachgeschrieben, dass er beide Grafikkarten zurückhaben möchte. Ich habe darauf nicht geantwortet, was relativ blöd von mir war. Ein paar Tage später hat Roman nochmal geschrieben und meinte, dass er einen Anwalt nimmt oder einen Zettel von einen Brief kriege von ihm, der das rechtlich irgendwie machen möchte. Dachte ich auch schon, nicht so geil. Ich saß zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus und hatte dafür echt keine Zeit. Ich war wirklich total wütend und Roman zeigt auch kein Verständnis dafür, dass ich überhaupt keine Zeit hatte oder aufhören wollte. Es ging einfach nicht. Ich habe dann Roman quasi angefangen zu schreiben, dass ich das auch anzeigen könnte unter Kinderarbeit, was ich getan habe für ihn, und haben uns darauf geeinigt, dass ich nur eine Grafikkarte zurückschiebe, die eine behalte. Und wegen zwei Grafikkarten hat er mich fast angezeigt, nachdem wir uns schon fast 3 Jahre kennen, was für mich schon eigentlich die Härte ist, wobei ich für ihn alles gemacht habe, so gut wie.